Silverstar ein Preis, der nicht den üblichen Preisen entspricht. Denn es geht eben nicht darum, hohe Wissenschaft mit Preisen zu belegen, sondern alltägliche, praktische Arbeit. Mit dem Ziel, dem Leben nicht unbedingt mehr Jahre, aber mehr Qualität zu geben. Die Vorgehensweise an sich, nämlich dass wir systematisch die Mitarbeiter qualifizieren über Programme, die von der Deutschen Diabetesgesellschaft zertifiziert sind. Nach und nach kommen da sehr viele Mitarbeiter auch in den Genuss dieser Programme. Und dass wir zum anderen auch, wir denken sehr systematisch, die Kooperation suchen zu diabetologischen Schwerpunktpraxen. Die Süße des Lebens. Und mit diesem Theaterstück, das uns, nicht das Theaterstück, wir haben das alle gar nicht gesehen, aber das Projekt mit dem Theaterstück und die Berichte darüber, bei mir auch noch durch meine Frau, die es gesehen hat, haben so überzeugt, dass wir gesagt haben, das muss den ersten Preis bekommen. Und es geht vor allem darum, Optimismus zu vermitteln, Lebensfreude zu vermitteln und damit die Teilnehmer stärker zu machen, ihre Schwierigkeiten mit dem Diabetes und mit den Folgen des Diabetes zu bewältigen. Die Mitarbeiter in den Einrichtungen spielen eine tragende Rolle, denn das sind die Personen, die diese Konzepte umsetzen sollen. Sie werden in die Lage versetzt, diese umzusetzen durch spezielle Schulungen, zum Beispiel FODIAL, Fortbildung Diabetes in der Altenpflege im Diabetesbereich, aber auch durch die anderen Schwerpunktkompetenzen durch Inhouse-Fortbildung unserer Kooperationspartner. Weißt du was, Ferdinand? Was? Das Leben ist ja jetzt an uns vorbeigezogen, ja? Was hältst du davon, wenn wir uns die Süße des Lebens hier jetzt heute wiederholen? Du bist alles, was ich will. Du allein kannst mich verstehen. Bei uns im Angelika-Stift waren ca. 250 Besucher im Haus und zum Schluss haben alle getanzt, zusammen mit den Galli-Schauspielern. Selbst Bewohner, die sonst in ihrer Mobilität sehr eingeschränkt sind, waren voll begeistert und haben mitgemacht. Ja, also weißt du, also wenn das Publikum so die Süße des Lebens wirklich mal spüren will, ja, dann müssen sie jetzt wohl aufstehen und ein bisschen mit uns tanzen. Egal wie krank ich bin immer auch noch ein Stückchen gesund. Und wenn ich mich auf diese Gesundheit konzentriere und mir in meiner Fantasie vorstelle, was ich alles noch machen kann in der Fantasie, dann kriege ich eine gute Stimmung und dann kommt die Süße des Lebens einfach zu mir zurück. Und das fehlt mir ein bisschen bei vielen Diabetikern, dass sie zu sehr in ihrem Jammertal hängen bleiben und sich zu wenig auf das besinnen, was sie wirklich in sich haben. Dieses Theaterstück dieses Jahr, ich muss es nur wiederholen, das habe ich noch nie erlebt. Wie wirklich unsere Senioren, nicht nur die Senioren, die Angehörigen, auch die Betroffenen, was für ein Lebensmut in den Gesichtern war, das ist so schön. Ich kann sagen, dieses Projekt hat uns ganz deutlich gezeigt, dass nicht nur das Medizinische, sondern eben auch die Lebensfreude und die Selbstbestimmtheit im Vordergrund stehen kann. Und das werden wir auf jeden Fall in unserer täglichen Arbeit weiter unterstützen. Dankeschön.